Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fahrenheit. Ich bin Samfisch LP und ja, es ist schon wieder ein bisschen was her. Ich habe schon wieder so viel zu tun, unitechnisch. Tut mir sehr leid, wenn ihr warten musstet. Aber ich habe ja auch endlich mal mit dem neuesten Splinter Cell Teil angefangen. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, dem kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da bin ich jetzt also auch die nächsten Tage dann dran mit Splinter Cell Blacklist. Aber jetzt geht's erstmal weiter hier mit diesem schönen Drama. Film, Spiel, Fahrenheit. Wir sind ja auch eigentlich fast fertig. Im letzten Mal war es so, dass wir da hinten ein Radio gefunden haben, dem allerdings Batterien und eine Antenne fehlen. Deswegen schauen wir uns hier nochmal um. Ich sehe da gerade, da liegt was auf dem Boden. Plus ein Leben. Okay, das heißt, von dem letzten Speicherpunkt, den wir hatten, wurde das wohl nicht mitgenommen. Das heißt, ich müsste das im Grunde einfach nochmal machen. Wir gehen also nochmal zu dem Radio. Und, klicken da mal drauf. Nur für den Fall der Fälle. Ein altes Radio. Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. So. Sieht durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. So, hier, das sieht eigentlich auch schon stark nach Antenne aus. Gucken wir mal. Nee, das ist immer noch das Radio. Schade. Die den Satz jetzt wiederholen? Nein, zum Glück nicht. Okay, das wäre auch zu einfach. Wir gucken jetzt halt einfach mal in diesen Abteilen nach. Wie gesagt, das hatte ich zumindest in der letzten Folge noch angesprochen, dass ich hier in dem Abteil habe ich eine Taschenlampe gefunden. Und Taschenlampen beinhalten normalerweise Batterien. Da seht ihr das auch schon. Da können wir also die Batterien rausholen. Taschenlampen. Ich nehme die Batterien von einer für das Radio. Lion. Ich kenne die Marke jetzt nicht. Ich schätze mal, das ist ein bisschen von einer bekannten Marke abgeleitet. Zumindest sah es optisch danach aus. Wobei mir jetzt der Name auch gerade irgendwie nicht einfallen will. Kann ich mich mit dem unterhalten? Nein, kann ich nicht. Gucken wir mal hier drin, ob da jetzt irgendwas uns anspricht oder ob da wirklich nur das Leben war. Wie es aussieht, war da wirklich nur das Leben drin. Kein Problem. Wir können natürlich eins von den Gewehren da einfach als Antenne benutzen, aber ich schätze mal, das wird den Leuten hier nicht so gefallen, diese Idee. So, da ist die Indigo. Wie geht's ihr? Sie schläft endlich. Sie hat kaum noch Kraft, ich habe alles versucht. Aber sie muss unbedingt zu einer Chroma-Quelle. Ja, die Stimme haben wir ja angesprochen, hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Orakel. Da hatte ich auch gesagt, dass es eigentlich nicht verwunderlich ist. Wie komme ich jetzt hier raus? Achso, auf der Seite, okay. Dass es nicht weiter verwunderlich ist, dass die halt die Stimme öfters wieder benutzen, weil halt sehr viele Darsteller auch in dem Spiel vorkommen und natürlich nicht jeder seinen eigenen Voice Actor kriegen kann. Das ist klar, wir legen uns noch nicht hin. Finde ich eigentlich auch gut, dass Carla und der mutmaßliche Mörder, der aber eigentlich gar nicht der Mörder ist. Hallo. Dass die halt zusammen im Bett liegen. Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. Naja, perfekt wäre sie halt, wenn sie auch die richtige Länge hätte. Denn sonst funktioniert das eh nicht so gut. Aber ich habe auch früher in meiner Kindheit, als ich mich mit Elektrotechnik noch nicht so gut auskannte, auch schon Antennen selber gebastelt aus einem Stück Kupferdraht. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und ich habe da nicht wirklich auf die Länge geachtet. Ich habe da halt einen, ja, weiß nicht, einfach zwei so Stangen nach oben gebastelt und es hat halt irgendwie funktioniert. Bringen wir erstmal die Antenne an. Panzertape. Ja, ich würde es wundern, dass wenn die in dem Bunker da unten was empfängt, aber ich schätze mal, das wird funktionieren. So, jetzt müsste es funktionieren. Na, dann machen wir es mal an und gucken mal, was wir so zu hören kriegen. Zwei Drittel des Landes sind heute Morgen ohne jegliche Stromversorgung. Wo immer Holz zu finden ist, wird es von der Bevölkerung als Brennholz genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen.
Schon in nur wenigen Tagen werden auf dem Planet erneut steinzeitartige Verhältnisse. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Plünderungen zu verhindern und denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ozeane weltweit werden bald vollständig von Eis bedeckt sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren und in der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Die Temperaturen weiterhin sinken... Glaubt ihr, Brüder und Schwestern, in Wahrheit ist diese Kältewelle die Strafe Gottes für alle Sünden der Menschheit. Gott ist unserer ungläubigen und bösen Taten überdrüssig geworden und er wird die Erde von den Unwürdigen befreien und den Anbruch eines neuen Zeitalters verkünden, genau wie er es bei der Sintflut tat. Habt keine Angst, Brüder und Schwestern, denn Gottes Wille ist allmächtig. Die Gerechten müssen seinen Zorn nicht fürchten, denn... Jo, so schaut's aus. Also die Erde in einem ziemlich beschissenen Zustand, kann man einfach so sagen. Und Carla und Lukas sind quasi die letzte Rettung und das Indigo-Kind natürlich. Jetzt kann man hier sich noch ein bisschen ans Feuer stellen. Bevor wir ins Bett gehen, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Na, wusste ich's doch. Es bringt halt was. Ich bin auch froh, dass die Nachrichten, auch wenn sie so negativ klangen, Kader nur um 5 nach unten gezogen hat. Denn so kurz vorm Ende muss es ja nicht sein, dass wir jetzt extrem nach unten gehen. Dann gehen wir jetzt mal ins Bettchen zu unserem Lukas. Na, die kuschelt sich aber ganz schön nah an den ran. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Vielleicht, wenn alles anders gekommen wäre. Nicht schlecht. Die machen da rum. Für sie sind das einfach plus 20 und für ihn plus 10. Das muss mal einer verstehen. Und vor allem, wie halt einfach das Bett einfach leer ist. Ich weiß nicht, ob das eine Schnittmaßnahme in Deutschland ist oder so. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Oh, wir sind mal wieder in der Vergangenheit. Das ist interessant. Vielleicht kriegen wir jetzt doch noch mit, was der gesehen hat. Aber ich glaube, das ist passiert, nachdem der zurückgekommen ist, weil der ist ja schon wieder da zurück in der Wohnung. Dieses Sprunggeräusch ist einfach immer noch geil. So. Ach, diesmal weckt er seinen Bruder nicht. Okay. Der guckt wohl, was da gerade im Fernsehen passiert oder was. Jetzt kann man ein bisschen mehr von der Wohnung da sehen. Die Steuerung ist mal wieder zum Kotzen. Einfach geradeaus, oder was? Ah, er lauscht. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher.
Aber er hat das Feuer trotzdem nicht geleakt. Nein, Mary, das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dieses Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Mhm. Sehr merkwürdig. Also so hat sich das Ganze ergeben. Das Artefakt strahlt also was aus und er war noch nicht geboren, als die da schon waren. Das ist natürlich auch eine recht interessante und wichtige Information. Und wir sind da halt ganz gechillt mit diesem Schneemobil unterwegs. Sie fährt. Interessant. So, und jetzt? Riesentor. Ach ja. Oh, die sind schon da. Wow. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Okay, er ist zwar kalt wie Eis, aber sie braucht ihn. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Ich weiß natürlich, ob Lukas das Ganze überhaupt überleben wird. Wahrscheinlich wird es jetzt gleich wieder total den Endkampf geben. Wir müssen uns jetzt hier erstmal durch den Schnee kämpfen mit dem Indigo-Kind. Das heißt für mich natürlich wieder mal stressiges Tastendrücken. Aber das haben wir natürlich voll im Griff. Ah, kann ich noch ein bisschen nach oben gehen? Ah, nicht so gut. Also im Moment geht's alles noch, aber ich habe das Spiel ja gerade erst angefangen. Kann gut sein, dass ich mich gleich wieder total am Verkrampfen bin oder so. Meine Güte, das ist natürlich noch ein guter Weg da bis zu dieser Eingangstür. Wir erinnern uns ja noch an diese Vergangenheitsszene. Ah, okay, er ist doch schon da. Wart. Wenn wir da drin sind, wird's wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Vielleicht ist es ja sogar recht warm durch dieses Artefakt, wenn das überhaupt noch da ist. Das sollte man sich ja auch an der Stelle fragen. Funktioniert alles noch wie geölt? Recht interessante Angelegenheit, Anbetracht seines Alters. Sup, Knöpfchen. Oh, ist das ein Aufzug oder was? Ab hier wissen wir ja nicht mehr, was genau passiert. Oder passiert ist. Da können wir jetzt auf jeden Fall sehr gespannt sein. Da liegt eine Stange rum, die brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Vielleicht brauchen wir die später auch nicht, keine Ahnung. Und da sind wir in der Halle drin, da ist nichts wirklich vieles. Außer ein Soldat. Mehrere Soldaten. Oh, jetzt kommt wieder so eine Matrix-Szene vielleicht. 2000 Jahre. Seit 2000 Jahren warte ich auf diesen Moment. Den Moment, in dem mir das Geheimnis enthüllt wird. Die Antwort auf alle Fragen. Und ausgerechnet du bringst mir das Indigo-Kind. Welch Ironie des Schicksals. Der orangene Clan wird die gesamte Menschheit versklaven, wenn sie das Geheimnis erfahren. Das etwa einen Unterschied? Wir regieren bereits die ganze Welt, Lukas. Das Kind wird uns ultimative Macht verleihen. Wir werden den Göttern ebenbürtig sein. Das Kind bekommst du nicht. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. War klar, jetzt kommt natürlich wieder die Mega-Matrix-Einlage. Boah, auf jeden Fall habe ich jetzt mehr als genug Leben. Aber es wäre natürlich gut, wenn ich keins verschwende. Jetzt kommen die natürlich mit ihren Mega-Superkräften. Das geht jetzt also eher in die Richtung Dragon Ball. Boah, wollt ihr mich verarschen? Gescheitert bin ich auch noch, super. Ein Leben verloren, super.
Oh Mann, das ist jetzt echt eine Arbeit. Ich versuch's mal so schnell wie möglich. Das muss doch jetzt geklappt haben. Wunderbar. Dann können wir uns weiter aufladen. Ah, ich bin gerade ganz froh, dass wir das Leben gerade noch schnell gefunden haben in dem Abteil da. Aber das wird schon klappen. Ich glaube, ich muss die Unterbrechung dann noch einmal machen und dann bin ich voll. Oder schaffe ich das doch noch? Nee, natürlich nicht. Das ist irgendwie immer die gleiche Abfolge. Oh, da unten sieht man das Artefakt. Das ist schön am Leuchten. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt in früher. Ich bin praktisch voll. Aber ich muss immer noch ausweichen. Jetzt, oder? Bam! Na, ich glaube, ich muss den Kack gleich nochmal machen, oder? Ah. Ja, genau, fall da rein. Ja! Sauber. Was auch immer das mit dem angestellt hat. Na toll, und da geht meine dritte Birne kaputt. China-Schrott, ey, ohne Witz. Yo! Das ist ja da voll der super krasse Killer, ey. Du bist noch dickköpfiger als wir anderen Menschen. Aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertigen Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mithilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Immer dieser Größenwahn. Oh, es geht das schon wieder los. Yeah, ich bin voll gut. Na, schade, jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, was ich gerade anders gemacht habe. Oder der Schwierigkeit ist gerade irgendwie immer unterschiedlich. Das kann natürlich auch sein. Oh, war das schnell. Krass, aber gerade noch geschafft, hey. Was ist das eigentlich für ein krasses Kamehameha, was der da anwendet? Oh, ich glaube, die Lampe hat sich doch wieder gefangen. Boah, das ist bestimmt irgend so ein Bauteil, was einfach kaputt ist oder so. Ich muss die Dinger mal versuchen zu reparieren. Keine Lust, neue zu kaufen. So, habe ich den jetzt vernichtet oder was? Das wage ich zu bezweifeln. Oder muss ich das Zeug einsammeln? Nee. Ah, ich muss sie wahrscheinlich aufheben. Der kommt garantiert zurück, ey. Sonst würde das Zeug da nicht so aufwendig in der Luft rumfliegen, oder? Das wäre sonst zu einfach. Das wäre natürlich ziemlich abgefahren, wenn das Spiel jetzt einfach schon zu Ende wäre. Aber wir werden sehen. Gucken wir erstmal, dass wir die jetzt da irgendwie sicher draufbringen. Die legen wir jetzt da schön auf den Tisch drauf. Vielleicht kriegt Lukas ja sogar sein richtiges Leben wieder, damit er nicht mehr so eiskalt ist. Das ist natürlich schön dann, was die Kala angeht. Und das Indigo-Kind, das können sie auch noch direkt adoptieren. Sind alle glücklich. Ah, ich will ja nichts vorwegnehmen. Okay, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was sie gesagt hat, aber ich glaube, es war nicht deutsch. Ich werde es einfach mal einblenden, falls ich es beim Schneiden mitkriege. Ach, guck mal, wer da kommt. Ach, ist das nicht romantisch. So, was kommt jetzt? Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Oh, wie schön. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein, die die Welt im Geheimen regieren. Und der lila Clan kehrte ins Netz zurück.
um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit 3 Monaten mit Carla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogards Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Vishita bestrahlt wurde, genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Ich hatte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Jo, das war's. Das war Fahrenheit. Das nenne ich doch mal ein Happy End. Da kann man echt nicht meckern. Wunderschön. David Cage. Ja, bei der Mucke da, ich schätze mal, die ist auch wieder geschützt. Deswegen werde ich die jetzt nicht abspielen. Da kann ich jetzt mal wieder Geschichten erzählen. Naja, ich weiß nicht, ob es diesmal wieder so lange wird wie damals bei Splinter Cell. Wo war es? Conviction, ne? Da habe ich doch so viel geredet. Und das hat sich sogar mindestens einer komplett angeschaut. Respekt. Vielleicht schaffst du es diesmal auch. Okay, ja, der Wecker hat übrigens gerade geklingelt, aber naja, das ist halt der Abspann, ne? Deswegen erzähle ich jetzt hier natürlich noch ein bisschen rein. Das Spiel, jetzt wo ich es nochmal durchgezockt habe, muss ich sagen, auch definitiv immer noch ganz oben bei mir in der Liste. Ja, war halt ziemlich geil. Man kann, also ich glaube, in dem Spiel ist es noch nicht ganz so. Natürlich andere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, also das beste Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist mit dem Tyler. Den haben wir ja quasi weggeschickt. Es kann sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wenn wir uns entschieden hätten, dass er da bleiben soll und die Sam ihn dann quasi verlässt, hätte er uns an irgendeiner Stelle vielleicht noch zur Hilfe kommen können oder so. Das kann man gerne mal ausprobieren. Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr das wisst. Naja, obwohl es eigentlich ein Spoiler ist, aber naja, gut, das ganze Spiel haben wir durchgespielt, also das ist ja komplett gesehen quasi schon ein Spoiler. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall, euch dann in den nächsten Tagen noch die anderen beiden Spiele zeigen zu dürfen. Das ist einmal Heavy Rain, der Grund, weswegen ich mir damals die PlayStation 3 gekauft habe, in der Slim-Version, in der ersten Slim-Version mit der 500 GB Festplatte. Und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Es ist halt nochmal eine Spur geiler als dieses hier. Es ist allerdings ähnlich. Also es ist auch wie ein Film im Grunde. Die Bewegung, die Steuerung ist halt auch wieder durch bestimmte Tastenkombinationen oder halt Bewegungen des Controllers. Es kommt dann noch der Six-Axis-Controller mit dazu. Das, aber wie gesagt, seht ihr dann halt, wenn das soweit ist. Und dann natürlich noch der aktuellste Teil, an dem ich ja auch schon gespielt habe, ein bisschen. Das ist Beyond Two Souls. Finde ich, also doch, da könnt ihr euch auch definitiv drauf freuen, wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr es euch bei mir anschauen wollt. Könnt ihr euch da definitiv drauf freuen. Wenn ihr es selber spielen wollt, ist es von mir jetzt im Voraus schon eine klare Empfehlung auf jeden Fall, wenn euch Fahrenheit gefallen hat und diese Art von Spiel eben gefällt. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich habe jetzt halt noch Blacklist am Laufen, das wird mich auch noch ein bisschen aufhalten. Das Gute ist, dass jetzt beide Spiele praktisch auf derselben Konsole gespielt werden, das heißt, die Verkabelung, die ich jetzt gerade gemacht habe, die kann ich jetzt erstmal so lassen, also die Xbox brauche ich jetzt erstmal eine Weile nicht mehr. Die kann vielleicht später nochmal zurückkommen. Ich habe nämlich noch andere Spiele. Ich glaube, ich habe sogar noch welche, die ich gar nicht selber so viel gespielt habe, weil ich sie geschenkt bekommen habe und dann, naja, keine Ahnung, keine Zeit dafür gehabt habe. Dazu gehört, glaube ich, zum Beispiel Saints Row. Da schaue ich mal, ob wir das vielleicht mal in Angriff nehmen wollen. Und vielleicht nochmal Final Fantasy 13. Das habe ich mal bis zu einer bestimmten Stelle gezockt. Dann kam ich aber leider nicht mehr weiter, weil ich meine Figuren nicht gut genug gelevelt habe und die irgendwann gegen die Monster nicht mehr angekommen sind. Das würde ich dann halt eventuell auch nochmal neu versuchen. Dann halt mit ein bisschen mehr Kampf oder so.
Ist eigentlich kein schlechtes Spiel, hat mir ganz gut gefallen. Auch die Darsteller, sag ich mal, also die Spielfiguren wie die Lightning und so, die gefallen mir auch ganz gut. Deswegen wäre das gar nicht mal so abwegig, das dann auch nochmal in Angriff zu nehmen. Obwohl es natürlich halt dann ein recht langes Projekt werden könnte. Auf der PS3 wiederum habe ich auch sehr, sehr viele geile Spiele, die wir auf jeden Fall noch sehen können und sehen werden. Wie gesagt, natürlich die beiden Quantic Dream-Teile nochmal. Dann Blacklist natürlich noch. Das sind ja die aktuellen Sachen, sag ich mal. Aber ich habe auch noch, ich muss gerade mal kurz mich umdrehen und gucken. Enslaved ist nämlich auch noch ein ziemlich geiles Spiel. Da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch noch mal was Neues von kommen wird. Dann Deus Ex Human Revolution habe ich dafür. Das habe ich allerdings auch für einen PC. Da bin ich dann auch wieder am Überlegen, was von beiden ich da machen will und machen werde. Zumindest die Erweiterung, die danach noch mal kam, die habe ich nur für den PC. Das heißt, in dem Fall wäre ich so oder so eben auf die Steam-Version angewiesen. Oh, The Last of Us, genau, das ist auch ein Spiel, das mir letztens auch nicht mehr eingefallen ist, obwohl das auch zu den meinen absoluten Favoriten gehört für die PS3. Auch ein sehr gutes Spiel, davon gibt es ja auch eine Fortsetzung oder Erweiterung, die habe ich auch noch gar nicht gezockt, die muss ich mal gucken, wo ich mir die organisiere. Vielleicht werde ich die als direkt auf der PS3 kaufen, weil mir das Spiel auch auf der Konsole sehr gut gefallen hat, die Grafik war auch sehr geil. Und genau, dann hätte ich auch nochmal so einen kleinen Blind-Zockteil eben, den ich dann mit euch durchzocken kann. Schön, wir haben einen Bonus von 200 erhalten und der Abspann war gar nicht mal so lang. Das ist erstaunlich, mehr oder weniger. Also gut, man sieht dem Spiel vielleicht auch ein bisschen an. Okay, ich habe jetzt irgendwie, ist das Spiel ausgegangen, aber ich habe jetzt keine Lust, es nochmal anzumachen. Deswegen werde ich einfach, weiß ich nicht, irgendwas einblenden, ein Bild oder so. Ich bin sowieso jetzt mit Erzählen fertig. Ja, gut, zusammenfassend, Fahrenheit auf jeden Fall ein geiles Spiel. Kann ich ihm empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, euch das Let's Play anzuschauen, wenn ihr ab jetzt erst quasi eingeschaltet habt oder das Spiel, also diesen Teil euch jetzt erst angeschaut habt, dann solltet ihr auf jeden Fall euch meine Playlist zu dem Spiel anschauen, damit ihr nochmal komplett von vorne anfangen könnt. Ist meiner Meinung nach eigentlich ganz gut geworden. Ich habe mich auch nicht ganz so blöd angestellt in dem Spiel, außer halt, dass an einigen Stellen das Spiel halt dauernd ausgegangen ist. Ist halt irgendwie nicht mehr so das Neueste, vor allem nicht für einen PC. Genau. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht so gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten könnt ihr mir gerne Kommentare hinterlassen zum Thema, wie euch das Spiel gefällt oder auch, ob ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks hättet und wie gesagt, was alternative Verläufe so angeht, in diesem Teil jetzt im Speziellen. Und ja, wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Sam Fischer LP. Ciao!